herzlich willkommen bei einer Sondersendung von Durchstarter, dem Karrieremagazin der Salzburg AG. Und dieses Mal dreht sich bei uns alles um die Lehre hier bei uns. Der Tag der Lehre findet normalerweise jedes Jahr im November hier in der Salzburg AG statt, genauer gesagt in der Vogelweiderstraße. Corona-bedingt, wir wissen es, ist heuer alles etwas anders. Und wie genau der Tag der Lehre heuer stattfinden wird, das erzählen wir Ihnen noch im Laufe dieser Sendung. Wir starten jetzt allerdings mit der Lehre des Kommunikationselektronikers. Grüß euch, ich bin der Michael Reiter, habe gerade die Lehre als Kommunikationstechniker abgeschlossen und zu unseren drei Hauptaufgabenbereichen zählen eben einmal die LWL-Technik, die Koaxialtechnik und eben die Funktechnik. Und wir befinden uns jetzt gerade am Geißberg, wo wir eben einen Empfangspegel von der Richtfunkantenne kontrollieren. Die Kommunikationstechniker der Salzburg AG sorgen dafür, dass die Salzburger ein perfektes Internet- und TV-Signal erhalten. Wir haben da jetzt eben ein Multitool, mit dem misse ich jetzt die Spannung auf der Rückseite von der Antenne. Genau, schaut jetzt aus, als wenn das Signal passt, also ist alles in Ordnung. Für Michael geht es runter vom Sendemasten am Geißberg, rein in die Stadt Salzburg und direkt aufs Dach der Salzburg AG-Zentrale. Hier stehen zahlreiche Parabolspiegel, die das Satellitensignal empfangen. Und wir müssen da jetzt eben Signalstärken und Signalqualität messen, damit es eben in der Kopfstation verarbeitet werden kann. Also wir sind da jetzt in der Bayerhammerstraße an der Kopfstation. Da ist zwar ein bisschen laut, aber unsere ganzen Komponenten müssen eben immer gekühlt werden. Und ich stelle jetzt eben einen Sender ein, dass das ideale Signal eben in unsere äußeren Kopfstationen geschickt werden kann. So, also das haben wir jetzt alles richtig eingestellt. Und jetzt zeige ich euch, wie das Spleißen funktioniert. Sprich, Lichtbirnleiter verbinden, was alle Lehrlinge eigentlich cool finden, weil es das sonst nirgends gibt, außer bei uns. Über Lichtwellenleiter wird das Fernseh- und Internetsignal direkt zum Kunden übertragen. Also dort, Lichtwellenleiter sind eben sehr dünn, haben eben nur 9 Mikrometer im Durchmesser. Die Faser wird abgemantelt und mit Alkohol gereinigt. Und eben danach muss man die Faser, dass sie eben genau 0 Grad gebrochen ist, dass man es zusammenspleißen kann, mit dem Brecher genau auf 0 Grad brechen. Mit einer Hochspannungselektrode werden die Fasern zusammengespleißt. Was rauskommt, ist eben eine fixfertige Faser, was zusammengespleißt ist und eben ans Internet übertragen werden kann. Für ein perfektes Signal patcht Michael im Technikraum des Kunden die Verbindung auf. Und zu guter Letzt sind wir eben beim Kunden. Es ist eben recht lässig, weil wir viel unterwegs sind und müssen dort ein Signal messen, dass es eben beim Kunden am besten passt. Und das ist eben das, was viel Spaß macht an unserem Beruf, weil wir eben einen zufriedenen Kunden haben, wir einen sehr abwechslungsreichen Beruf haben und eben weit umeinander kommen. Hier in der Zentrale der Salzburg in der Bayerhammerstraße arbeitet eine ganz besondere junge Dame, die den Beruf der Bürokauffrau erlernt. Allerdings über einen kleinen Umweg. Hallo, ich bin die Patricia, ich bin 23 Jahre alt und ich mache bei der Salzburg AG die Lehre zur Bürokauffrau. Ich war vorher als Friseurin tätig, habe da auch die Lehre abgeschlossen, wollte dann irgendwie was anderes probieren. Eine Freundin von mir hat mir dann erzählt, dass sie bei der Salzburg AG arbeitet, dass sie super gefällt. Dann habe ich natürlich gleich mal angefragt, ob ich da schnuppern darf, habe mir das ein bisschen angeschaut. Dann habe ich für mich schon irgendwie gemerkt, das passt. Dann habe ich mir gedacht, ich probiere es und bewirb mich. Was mir jetzt speziell am besten taugt, ist eigentlich bei der Salzburg AG, dass man halt diese vielen Abteilungen durchmachen kann, weil ein Bürojob schon sehr vielseitig ist. Man kann was mit Finanzen machen, man kann im Kundenservice arbeiten,
Und das ist halt einfach cool, weil man so ein bisschen die verschiedenen Facetten sieht und man einfach selber für sich auch irgendwann merkt, das ist das Richtige für mich. Zurzeit bin ich seit 3 Wochen im Forderungsmanagement tätig. Die sind halt für diese Zahlungen von den Banken zuständig. Und das Erste, was ich in der Früh mache, ist die Zahlungen von den Banken einspülen, dass wir die im System haben. Und die werden dann natürlich auch verbucht und dadurch halt einfach auch so ein bisschen im System Stichproben halt kontrollieren, ob da alles richtig läuft. Ich habe zuerst diesen Aufnahmetest gemacht, wo so geschaut worden ist, ob ich überhaupt so weit bin, dass ich die Matura überhaupt schaffen kann. Ja, der war ganz gut, der Test. Und dann habe ich eigentlich gleich schon mit Englisch angefangen. Habe jetzt ein Jahr lang zweimal die Woche Montag und Mittwoch Kurs gehabt, von 6 bis 9. Und jetzt Mitte Oktober habe ich eh schon die erste Matura-Prüfung. Und jetzt wird es bei uns technisch, denn jetzt sind wir bei richtig coolen Jungs in der Vogelweider Straße. Richtig, da steht Lehrlingsausbildung und hier treffen wir den Chef der Lehrlingsausbildung der Salzburger, nämlich den Christian Fankhauser. Servus Christian. Ne? Hallo, grüß dich. Sag mal, in der Elektrotechnik, welche Berufe gibt es da jetzt ganz genau in der Salzburger AG? Da haben wir den Anlagenbetriebstechniker, das sind für unsere Kraftwerke zuständig, also die machen Verteilerbau, Steuer- und Regeltechnik, dann haben wir den Energietechniker, das sind unsere Facharbeiter, die auf die Freileitungen arbeiten, die was für die Stromversorgung zuständig sind. Und dann gibt es noch im Bereich der Salzburger Lokalbahnen den Eisenbahntechniker, der was bei uns eine elektrotechnische Ausbildung macht. Muss ich zuerst vom Blitz getroffen werden, dass die Voraussetzungen passen, dass ich einen solchen Beruf erlernen kann? Nein, vom Blitz muss man nicht getroffen werden. Da ist es so, dass man einfach für den Bereich Elektrotechnik muss man sich interessieren, dass man teamfähig ist, weil man arbeitet viel mit Kollegen zusammen, dass man da einander in der Partie gut zusammenarbeitet. Und für die Voraussetzungen eben auch im Bereich Mathematik, dass man einfach für die Schule dann gut gewappnet ist. Und die körperlichen Voraussetzungen sind auch erwähnenswert, weil eben Höhenangst ist. Also zum Aufgekraxeln quasi. Das sollte man nicht haben. Okay, alles klar. Diesen Lehrberuf gibt es auch in der Doppellehre. Wie schauen da die Kombinationen aus? Die Kombination ist Elektrotechnik und Metalltechnik, wo man in 4 Jahren diese beiden Berufe erlernt, also vollwertig. Wir beschulen da doppelt und dann schließt man mit 2 Lehrabschlussprüfungen ab und das ist ein gutes Fundament, wo man dann gut ins Leben starten kann als Facharbeiter. Sportlich, technisch interessiert und ein Teamplayer, das ist Sebastian Spendling-Wimmer. Als Elektrotechniker mit Hauptmodul Energietechnik ist Sebastian mit der 3,5-jährigen Lehre bald fertig. Ich bin jetzt seit 1 Jahr im Freileitungsbau. Und die 1,5 Jahre davor war ich in der Fernwärme und ich muss sagen, es hat mir gut gefallen, aber da gefällt es mir recht viel besser, weil du bist halt immer draußen, bist immer unterwegs, du siehst die Landschaften. Im Freileitungsbau gibt es das Bodenpersonal und die Steiger. Und wenn man als Bodenpersonal arbeitet, dann müssen wir halt dem Steiger die ganzen Sachen anhängen, was er braucht, zum Beispiel Lugerl, PK-Klemmen oder Pressverbinder, falls da mal ein neues Stickel zum Einpressen ist. Und wenn du als Steiger halt arbeitest, dann musst du halt abspannen. Du musst Seilwechsel machen auch. Sebastian ist heute Steiger beim E-Mastwechsel. Bevor es an die Arbeit geht, muss die Leitung aber erst geerdet und gesichert werden. Dann geht's rauf auf den nächsten Masten. Hoch oben bindet Sebastian die Seile aus. Wir werden auch noch ein Stickerl in der Leitung flicken müssen, weil das beschädigt worden ist. Und da zwicken wir halt das Stickerl, was beschädigt ist, raus.
und pressen halt mit einem Verbinder und einem neuen Seil, füllen wir die Lücke halt wieder, dass das halt wieder geschlossene Leitung ist. Sobald das defekte Leitungsstück repariert ist, wird der alte Masten aus der Erde gezogen. Dann werden wir den Kran vom Unimog an den Masten anhängen, damit wir ihn rausziehen können. Und dann werden wir halt den alten Masten zerlegen. Das heißt, die alten Armierungen aber. Und die dann auf den neuen Masten rauftun. Dann müssen wir halt ein Mastdach, das ist halt ganz oben, das müssen wir auch noch festmachen. Dann wird der neue Mast aufgestellt. Und dann werden halt wieder die Seile aufgeschlossen, wieder einbunden. Seine Sportlichkeit kommt Sebastian im Job zugute. Du brauchst halt extrem viel Ausdauer und Kraft eigentlich, weil du eigentlich nur unterwegs bist. Du steigst deine 4-5 Mal am Tag rauf und runter und das geht halt in die Füße total. Und ja, und du darfst halt keine Höhenangst haben, weil das ist schon ein Härchen, wo du eigentlich oben bist. Da. Alle Infos zu Jobs bei der Salzburg AG finden Sie auf www.salzburg-ag.at/karriere. Für all jene, die sich für Autos und Co. interessieren, also an Fahrzeugen rumschrauben wollen oder das in Zukunft tun wollen, gibt es ebenfalls eine sehr, sehr interessante Lehre hier bei uns in der Salzburg AG. Naturverbunden, bodenständig und technikinteressiert. Das ist Simon. Grüß euch, ich bin der Simon, ich bin 18 Jahre alt. Ich war schon immer sehr an der Landschaft interessiert und habe schon viel an Traktoren rumgeschraubt. Und ich habe jetzt einen Beruf gefunden, wo ich das alles machen kann. Denn Simon macht eine Lehre zum Nutzfahrzeugtechniker mit Systemelektronik in der Obus-Werkstatt in Salzburg und lernt hier so einiges. Also man lernt eigentlich vom Werkstatt zusammenrahmen bis zu Gräber arbeiten, wie Bremsen machen. Rein müssen wir bei unseren neuen Busse, beim Hess einen Stangendruck einstellen und beim Kompressor, beim Lufttrockner die zwei Filterpatronen tauschen. Erst schraubt Simon mit dem Filterband die Patrone herunter. Schauen, dass es gereinigt ist. Nachher tun wir zwei neue Dichtringe rein, die tun wir ein wenig einfetten. Und nachher schraufen wir es wieder auf. Der regelmäßige Tausch der Filterpatronen ist enorm wichtig. Also ein Lufttrockner ist dafür da, dass er die Feuchtigkeit aus der Luft herausfiltert. Und wenn man das nicht macht, kann es passieren, dass die Leitungen im Winter zugefrieren. Dann stellt Simon noch den Stangendruck ein und kontrolliert alle wichtigen Schrauben. Also das Arbeitsklima darin ist sehr gut. Wir verstehen uns untereinander. Für die Zukunft hat Simon schon konkrete Pläne. Also jetzt bin ich dabei, dass ich meine Lehre fertig mache. Nachher mache ich als erster die Examenprüfung. Wenn ich das gemacht habe, kann ich dann noch einen Master dranhängen und die Masterprüfung machen. Egal ob Traktor oder Obus. Mit viel Motivation, technischem Verständnis und Leidenschaft bringt Simon sämtliche Nutzfahrzeuge auf Vordermann. Alle Informationen zu Jobs bei der Salzburg AG finden Sie auf www.salzburg-ag.at/karriere.
Man sieht also schon, es gibt hier einige Lehrberufe in der Salzburg AG. Ein Lehrberuf ist der Metalltechniker und der Maschinenbautechniker. Zwei Namen für einen Beruf und der Ausbildner ist Roman Meisel. Es geht ja jetzt eigentlich um zwei Lehrberufe, das eigentlich dasselbe ist, ne? Im Prinzip, was macht sie da ganz genau? Ja, wir bilden eben den Bereich Maschinenbautechnik aus. Beinhaltet halt da den ganzen Bereich Metallbearbeitung. Was gehört zur Metallbearbeitung? Da gehört einmal am Anfang das Feilen, dass man mal das Gefühl für den Werkstoff Metall bekommt. Dann haben wir auch alles, was dazu gehört. Anreißen, Körnen, Bohren, Reiben, Senken. Dann haben wir eine zerspannende Bearbeitung, das heißt, dass man Drehen, Fräsen macht und dann weiter eben noch Abkanten, Blechbearbeitung und ein großer Teil eben die Schweißtechnik. Welche Voraussetzungen muss man da mitnehmen? Muss man wahrscheinlich ein bisschen geschickt muss man schon sein, auf der Deutsch gesagt, ne? Ein bisschen handwerkliches Geschick geschadet man auf keinen Fall nicht. Ein bisschen Hausverstand und den Rest lernen sie bei uns. Und diesen Lehrberuf gibt es natürlich auch in der Doppellehre. Und wie das ganz genau ausschaut, schauen wir uns jetzt an. Grüß euch, ich bin der Franz Daniel, ich bin 24 Jahre und habe jetzt gerade bei der Salzburg AG meine Lehre als Anlagen- und Betriebselektriker und Maschinenbautechniker abgeschlossen. Wir sind da jetzt in der Zentralwerkstatt der Salzburg AG, wo man einen großen Teil der Ausbildung verbringt. Da herinnen lernt man die grundsätzliche Bearbeitung von Metall, die verschiedenen Metalle auseinander kennen, sprich Metallurgie. Man lernt dann auch den Umgang mit verschiedensten Maschinen und man wird auch gebührend auf die Berufsschule vorbereitet. Wichtige Sachen, was man mitbringen sollte in die Lehre, sind Interesse generell an Arbeit, an Praktischer. Man soll was mit den Händen machen wollen, man soll sich für Elektrotechnik, für Metall interessieren und einfach wirklich ein Praktiker sein. Für die Salzburg AG als Arbeitgeber habe ich mich hauptsächlich deswegen entschieden, weil es ein großes Unternehmen ist mit breit gefächerten Interessen. Jedes Jahr wird ein Lehrlingsaktionstag veranstaltet und zusätzlich dazu auch noch ein Lehrlingsausflug. Nachdem wir in der Salzburg AG ein großes Unternehmen sind, findet die Ausbildung nicht nur herinnen in der Zentralwerkstätte statt, sondern auch zum Beispiel in einem Umspannwerk oder in einem Kraftwerk. Wir sind jetzt im Umspannwerk in Hagenau und da sind mehrere Arbeiten durchzuführen. Unter anderem gehört da die Schalterwartung dazu. Und zwar muss man dazu die Isolatoren reinigen von den Schaltern. Es müssen alle Klemmen und Schrauben nachgezogen werden mit dem entsprechenden Drehmoment, damit gesichert ist, dass die nicht aufgehen. Wir sind da jetzt im Heizkraftwerk Mitte, genauer gesagt in der Warte, von wo aus der Betrieb des Kraftwerks gesteuert wird. Da herinnen sitzen unsere Wärter an ihre Computer und sorgen dafür, dass alles läuft, wie es laufen soll. Wir befinden uns jetzt im Prüflabor, dem Bereich, wo ich in meiner Lehre relativ viel Zeit verbringe. Da herunten werden Sensoren überprüft, damit die dann später wieder in die SPS eingebunden werden können und überhaupt einmal ein Bild entsteht in der Warte. Ich habe nach der Matura an der AHS da in der Salzburg AG meine Lehre abgeschlossen und möchte jetzt noch einen Master machen, damit ich mich beruflich verwirklichen kann. Und wie man sich in der Salzburg bewerben kann, beziehungsweise richtig bewerben kann, das zeigen wir dann zum Schluss dieser Sendung. Wir haben einen Standortwechsel gemacht und besuchen jetzt einen Herrn, der einen richtig coolen Lehrberuf ausgefasst hat, nämlich den Beruf des Applikationsentwicklers. Und wer glaubt, dass man diesen Beruf nur in Silicon Valley erlernen kann, der hat sich geirrt. Servus Nico, grüß dich. Servus. Nico, du hast ja einen ziemlich coolen Beruf gewählt. Du bist Applikationsentwickler. Was bedeutet das? Als Applikationsentwickler programmieren wir Web- und App-Anwendungen, vor allem für intern. Aber wir dürfen auch bei externen Projekten ein bisschen mitarbeiten.
Wie schaut da dein Tagesablauf aus? Du kommst in der Früh in die Firma, was passiert dann bei dir? Ja, in der Früh schaue ich mir zuerst mal die Tickets und E-Mails an, was so reinkommen, ob es neue Sachen gibt, weil wir auch in der Applikationsbetreuung dabei sein dürfen. Und da schaue ich dann, ob es irgendwelche Fehler gibt, irgendwelche Störungen, und die versuche ich dann abzuarbeiten. Hoffentlich wenig Störungen, oder? Ja. Was ist also das interessanteste Projekt, was du bis jetzt gemacht hast? Das interessanteste war bis jetzt die Pepper. Die haben wir in ein Pflegeheim gebracht, und damit ich da die Bewohner ein bisschen unterhalten kann. Mhm. Und das war bis jetzt so unser coolstes Projekt. Und weil wir gerade im Bereich Digital Technology der Salzburger sind, stellen wir Ihnen jetzt auch noch einen ganz besonderen Beruf vor. Hallo, ich bin der Jelitschke Michael, ich bin 18 Jahre alt, im vierten Lehrjahr und arbeite in der Salzburg AG als Betriebstechniker. Also in meiner Lehre lerne ich, wie man Sachen skriptet oder wie man Drucker einrichtet, generell auch Netzwerk- und Serverbasis. Ich lerne, wie man Rechner installiert, wie man die ganzen Komponenten nennt und zusammenbaut. Man muss auf jeden Fall gern am PC schrauben, und was man auch noch gern machen muss, ist skripten, weil das kommt immer häufiger bei uns im Beruf vor. Am Vormittag da wir meistens die Hardware für die ganzen Benutzer vorbereiten, sei es Recheninstallationen, die Vorbereitung von Peripheriegeräten wie Monitore, Drucker, Maus, Tastatur. Und am Nachmittag werden wir dann hauptsächlich das Zeug zur Gerät ausliefern und nochmal durchtesten, ob alles funktioniert. Also das Arbeitsklima ist eher locker, man findet sich schnell bei uns ein, und die Kollegen sind auch alle recht freundlich. Mein Ausbildner, der hilft mir immer gern weiter, wenn ich irgendwelche Probleme habe. Der zeigt mir alles sofort, und der kann mir immer weiterhelfen, wenn ich irgendwelche Fragen habe, kann ich ihm jederzeit fragen. Also bei uns in der Kantine kann man echt günstig und gut essen auch. Also das ist ein Preis auf jeden Fall wert. Man hat hin und wieder Lehrlingsaktionstage, wo man Ausflüge macht, sei es, dass man klettern geht oder informative Sachen. Man hat ziemlich viele Ausbildungsmöglichkeiten, und es wird mir schon taugen, wenn ich dann da weiter arbeiten gehen kann. Viele interessante Berufe kann man also in der Salzburger AG erlernen. Einige davon haben wir heute schon vorgestellt. Andrea, wie kann man einen solchen Beruf ausfassen? Ja, ich würde sagen, einfach direkt auf unsere Homepage gehen unter salzburg-ag.at/lehre. Dort sind die verschiedensten Videos unserer Lehrberufe, die wir bei uns in der Salzburger AG anbieten und ausbilden, vorgestellt. Und auch alle Stelleninserate sind bereits online, auf die man sich schon ab jetzt bewerben kann. Welche Tipps habt ihr da für die Bewerbung als solches? Ja, uns ist wichtig, dass wir vollständige Bewerbungsunterlagen erhalten. Da sind die Tipps zum Beispiel, dass man ins Bewerbungsschreiben hineinschreibt, warum man sich bei uns in der Salzburger AG bewerben möchte und genau für diesen Lehrberuf, was die Motivation dahinter ist. Ganz wichtig ist dann auch noch, dass ein vollständiger, detaillierter Lebenslauf dabei ist mit einem professionellen Foto und auch die Zeugnisse der 7. und 8. Schulstufe. Und falls die Lehrlinge oder die Bewerber den Talente-Check haben, bitte auch diesen gerne beilegen. Jetzt haben wir schon ein bisschen über Schule gesprochen. Lehre mit Matura gibt es ja auch. Was bedeutet das? Das ist in der Freizeit zu machen. Da geht man in einen Kurs am Abend. Und wir schätzen das sehr, wenn die Lehrlinge da sehr viel Engagement zeigen und in ihrer Freizeit daneben der Berufsschule und der Lehrausbildung hier im Unternehmen sich auch noch weiterbilden. Neben der Berufsschule gibt es ja auch noch sehr, sehr viele Aktivitäten, die ihr mit den Lehrlingen unternimmt. Was ist das ganz genau und wie schaut das aus? Also wir sind sehr bemüht, dass wir neben der Lehrausbildung auch die soziale Komponente von den Lehrlingen sehr fördern, den Zusammenhalt untereinander. Wir haben verschiedene Persönlichkeitsseminare, jährlich unsere Lehrlingsausflüge und den Lehrlingsaktionstag. Dazu
gibt es auch die Werkschule, die unterm Jahr immer mit dem Lehrlingsausbildungsleiter stattfindet, wo auch die Gruppe sehr zusammengeschweißt wird. Wegen Corona ist ja der Tag der Lehre heuer abgesagt worden. Wie kann man denn jetzt mit dem Lehrling bzw. mit den Lehrbeauftragten in Verbindung treten? Ja, wir haben verschiedene Termine bereits geplant, wo man interaktiv mit den Lehrlingsausbildern in Kontakt treten kann. Und diese weiteren Informationen findet ihr dazu auf unserer Homepage. Eine Lehre in der Salzburg ist natürlich spannend und hat natürlich auch Zukunft. Und mehr FAQs, also mehr Informationen zu den Lehrberufen, findet man natürlich auch ebenfalls auf unserer Webseite. Das war also eine Sondersendung zum Tag der Lehre, der heuer etwas anders verläuft.